Willkommen zurück zu Rückkehr nach Moria. Und wir haben jetzt vorher noch krampfhaft geschafft, einen Kartenstein noch ins neuere Gebiet zu setzen. Und ja, wir müssen jetzt herausfinden, wo wir das verdammte Adamant herbekommen. Das ist eigentlich gerade das Hauptproblem. Ich habe hier noch was Kleines zu essen, weil wir ja König gepennt haben. Gönnt euch. Und dann tun wir aber so, als hätten wir gepennt. Ja. Ich muss mich gerade noch heilen. Ach nee, das Essen hat geheilt. Achso, nein. Okay. Und dann müsst ihr, glaube ich, die Stadt Zwergenbinge, genau, der Port, der ist der richtige. Was ist unser Auftrag? Explorieren. Weiter. Genau, weitergehen, hoffen, dass wir Adamant einfach random finden, weil wir haben keine bessere Spitzhacke, können also Adamant nicht aus Winden kloppen. Ja, warum machen wir uns denn nicht die bessere Spitzhacke? Ah, hier ist ein Punkt, hier ist eine Dot-Wand gerade gewesen, aber die ging weg. Okay, wir werden gelatzt, also ich wurde gelatzt. Ich habe doch gerade den Kartenstein ans Ende gesetzt. Warum genau stehe ich jetzt am Anfang vom Raum? Und Fabi ist in der Mitte des Raums. Sprich, wenn wir zur Base zurückporten auch. Den Bug. Echt? Das ist okay. Dass ich erst ein paar Meter laufen muss. Ja. Interessant, hatte ich noch nie. Warte mal, wo können wir die denn herstellen? In der Kustenschmiede, ja. Super, ey. Das ist... Warte, ich komm. Ah, nice. Ich bin mitten in einem Ork-Lager gespawnt, ja. Ach. Ach, in Belagos können, in der großen Schmiede von Belagos können wir die auch herstellen, den Brecher, okay. Oder halt in der Elbenschmiede, also ich glaube in jeder großen Schmiede einfach. Ich komm mal hier. Ich sneak mich mal schnell vorbei, mit dem Fabi. Rub some stone on it. Sag noch lauter, dass du hier bist. Warum sieht der aus wie ein Gegner aus Dark Souls hier, der Oak? Warum nicht? Lass ihn doch auch mal einen fancy Helm haben. Keine Rüstung ist einfach gleich schon wieder kaputt. Und Wölfe auch noch, jawohl. Der kann einfach meine Rüstung durchschlagen können, der Typ. Ja, Rüstungssystem habe ich generell auch einfach noch nicht verstanden. So. Manchmal, also, ne, wenn du so eine blaue Zahl hast, dann heißt das, deine Rüstung hat es gefressen. Aber manchmal penetrieren die auch einfach deine Rüstung wie so ein Schweizer Käse. Der Ork zum Beispiel kann einfach durch die Rüstung durchprügeln. Ich laufe mal zum Bogen, okay. Take that. Maul dahin. Alter, auch kein anderer Mann drunter. Okay, es ist zumindest das Ork-Lager hier, den Night. Ja. Oh, Zitrin. Und es ist blöd, dass wir jetzt genau an den Ende der des Kartensteins gespawnt sind. Ich hab gerade gesehen, dass Kram wirklich kaum was bringt. Gut, es kostet auch nicht so im Crafting, muss man das so sagen. Ja, aber interessant, dass wir auf jeden Fall... Also, ich frag mich, wie das Spiel jetzt auf die Idee kam, uns genau hier hinzusetzen. Also welcher Parameter wurde da jetzt eingegeben, wo wir auskommen sollen? Mein Scotty hat falsch einprogrammiert im Raumschiff. Ja, ja, also, ne? Also wir sind ja irgendwo rausgekommen. Und da ist meine Frage, was genau waren da die Werte? Offensichtlich ja nicht der genaue Punkt vom Kartenstein, aber was hat dazu geführt, dass diese Koordinaten abgeändert wurden? Frag das den Entwickler.
sterbe ich, wenn ich in das Aquädukt springe. Wahrscheinlich resettest du, wie bei jedem Wasserberührung. Wobei, kleines Wasser können wir... Ich glaube nicht. Verstehen wir. Nein, viel besser. Ich bin Jesus. Ah. Dieses Wasser ist einfach Boden. Der Boden ist Wasser und nicht der Boden ist Lava. Ja. Ja, hier ist unser toller Kartenstein. Eigentlich. Ich hab mal auf Karte. Jo. Ja, Tobi, Fari verteidigt unser Lager. Mal nach links. Und der Brecher scheint ja eine Zweihandspitzhacke zu sein, so von der Beschreibung her, ne? Keine Ahnung. Eine feste Erde. Aber ich komme noch durch. Ja, feste Erde ist, glaube ich, das, wofür wir die Stahlspitzhacke brauchten, damals im Elbenwald. Alter, hier geht's richtig rund. Alter! Wie hieß ich hier? Wölfe, Wölfe, Wölfe! A sorry sight indeed! This place will one day be filled with wolves again! Oh oh. Das haben wir bemerkt. Schon wieder andere Art von Ork, oder? Ja. Wunderbar. Gundabad-Schlacke, das ist das neue Eisen. Deswegen hätte ich gesagt, das sind Gundabad-Orks, weil die bekriegen sich auch, die Uruks und die Gundabads. Der hat einen richtigen Kriegshammer in den Arsch kassiert gerade. Oh. Oh, oh, der hat einen Bumm. Ja, hübsch hier, wenn die Orks sich werden. Oh, guck mal hier. Telchars-Linie. Wieder neue Statuetten. Ja, okay, ja, dann sind wir halt eins weiter schon wieder. Dann sollten wir aber vielleicht noch nicht hier hin, weil wir haben das letzte Biom noch nicht geklärt. Schon, da ging es nochmal drei Gänge weiter, sehe ich gerade. Ich wollte gerade kurz fragen, wohin da noch, aber ja. Wir waren ja ganz schön tot, schon. So, dann Loot ist eröffnet. Ah ne, hier ist noch eine. Münzen, schon wieder Münzen. Bei Balis Gedöns gibt es auch noch einen Kartenstein. War ins Außenposten. Gundabad Schlacke. Ich weiß jetzt nicht, was wir jetzt hier noch finden können. Ich hoffe halt, Adamant. Ich weiß ja nicht, ob Adamant wirklich an deinem Gebiet ist. Das ist halt. Und wie? Also, ist es abbaubar? Ist es... Ja. Warte mal, das ist Statue. Ja. Brauchen wir wahrscheinlich besseren Stein für. Nein, eben nicht. Okay. Ich ziehe wieder Khazad-Armee. Ich habe übrigens gerade eine Frauenstimme gehört. Oh. Und ich glaube, das ist El Drago. Ich bin verwirrt, das ist einfach too much hier. Ja, also man kann nicht sagen, dass das Spiel an Content zu wenig hätte. Ja, okay, das ist ganz normales Silber. Du hast recht, die blockt es hier, glaube ich. Ich rede sogar schon mit ihr. Ja, have fun. Die hebt ab. Die hat aber zwei Jahre Kinder zurückgelassen, das.
klingt auf jeden Fall sehr abgehoben. Ja, ich komme mal wieder zurück. Vielleicht hast du recht. Wir sollten erstmal den Rest des anderen erkunden. Ja, keine Ahnung, wie wir am besten mit Brokos weitermachen, ehrlich gesagt. Schon so eine Falle. Okay. Naja, wir haben ja noch genug Raum, den wir erkunden müssen in diesem vorherigen. Also es wäre ein riesiger Raum, die Halle davor. Vielleicht findet man da ja noch was oder irgendwas, was Aufschluss gibt. Manchmal wünsche ich mir halt so einen Leitfaden tatsächlich. Also klar, der verrät vielleicht so viel, aber irgendwie so, ja, du brauchst jetzt dort als nächstes. Ja, das sollten ja eigentlich die Quests sein, aber da die alle ein bisschen buggy oder kryptisch sind, hilft das halt nicht viel. Weil so, bisher haben wir noch kein neues Erz gefunden, mit dem wir eine neue Spitzhacke machen können. Außer das Kustul-Erz, das können wir selber noch nicht herstellen. So. Aber auch keine Schmiede, der wir das herstellen können, bis jetzt gefunden. Das ist das, was mich halt so verwirrt. Ja, und deswegen sollten wir vielleicht mal die Biome, die wir bisher gefunden haben, genau unter die Lupe nehmen. Ja, wenn du auf die Map guckst. Nicht die ganze Zeit nach vorne preschen. Ja, wenn du nach vorne guckst. Ich weiß auch nicht, wann Tobi Tobsen so Gameplay macht, wo er einfach immer nur nach vorne spricht. Hier ist Adamant. Aber stärkere Spitzhacke benötigt. Ja, aber Durins Schmiede, deswegen wollte ich auch weiter, hört mir das so an, weil die Großschmiede von Durin heißt ja nicht umsonst so, dass wir da vielleicht auch einfach das herstellen, craften können, die Barren halt. Ja, aber deswegen sollten wir die ja vielleicht suchen und nicht, also die muss ja dann hier in dem Biom sein. Nein, eben nicht. Guck doch mal auf der Map, Lars. Die ist da in dem Ding, wo der Drache gerade mit mir gesprochen hat. Ja. Deswegen war ich jetzt auch gerade verwirrt, dass es eigentlich hier sind Biom. So viele Marker, ich achte schon seit Jahren nicht mehr auf die. Ja, musst du halt, wenn du die Quests irgendwie folgen willst. Hm. Das Ding ist, dass es halt dachte, dass das Gebiet hier einfach zusammenhört, weil so groß war das jetzt nicht. Wenn wir ehrlich sind, außer die eine Halle hier, waren wir schon wieder einmal durch. Ja, genau. Aber diese eine Halle haben wir ja nicht gänzlich untersucht. So. Erkenntnis des Tages auf jeden Fall ist, Adamant ist die neue Art Stein. Das ist das, was okay. Außen rum ist um also die Erze jetzt. Ganz normal das, was um den Erz rum ist, ja. Ja, aber stärkere Spitzhacke vonnöten. Also Meisterwerk-Spitzhacke. Was machen wir, wenn die nichts bringt? Dann haben wir ein Problem. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen irgendwie, weil, also, ja. Ja, aber es ist halt, also dann finde ich auch, das hätten sie besser programmieren können, weil wenn du die Spitzhacke, die hätten... Wir können ja einiges besser programmieren. Ja, aber die Spitzhacke, die konntest du zu dem Zeitpunkt machen, wo wir diese, also das Einzige, was du dafür brauchst, ist noch dieses Ubasam-Holz. Das hast du gefunden, sobald du die Tiefen warst. Das heißt, sobald wir die Belegos-Schmiede gedeckt haben, könnten wir das beste Werkzeug für den Rest des Spiels machen. Ja. Das heißt, wir hätten die eine... Das beste Schild des Spiels schon. Wir hätten quasi das... Die Spitzhacke davor, die wir jetzt haben, eigentlich gar nicht Sprachen brauchen, weil wir schon die Brecher fast schnell machen können. Ja. Und das ist eigentlich blöd, der Design so. Das sollte ja dann das Letzte sein, was du kriegst. Ja. Gut, da schwarze Diamanten anscheinend doch limitierender sind, auch als wir dachten. Gut, wenn du für 8 Spieler die jetzt machen willst, dann ist es vielleicht eine Herausforderung. Aber du willst. Was ist denn. Den Edelsteinschneider haben wir, oder? Ja, genau. Das ist das Worte gewesen, das wir überhaupt gesetzt haben. Ach ja, das ist ein Verbesserungs. Deswegen habe ich das nicht so in Erinnerung, weil das einfach nur so ein Verbesserungs. So, das heißt, nehme jetzt einfach das Zeug, was wir in den Truhen haben, trage das zur Belegos-Schmiede in den Tiefen und baue mir jetzt die Brecher. Und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Ja, zu einer Schmiede in deiner Wahl kannst du es, wie gesagt, theoretisch auch bei der Elbenschmiede machen. Hast du recht. Die Frage, was leichter zu laufen ist. Ich wüsste gerade aus dem Kopf gar nicht, wo die Belegos-Schmiede ist, weil ich da, glaube ich, nur einmal war. Dann mache ich jetzt einfach mal den Brecher und gucke mir den mal an. Vielleicht denken wir jetzt auch, da ist voll der Cheat in Wahrheit, kann ja gar nichts. Das wäre dann halt aber auch einfach schlechtes Game Design, weil warum ist es dann ein Meisterwerk-Item? Also, was ist sein Vorteil? Warum kann ein Meisterwerk nicht alles, was ein Gegenstand seiner Klasse können soll. So, ein schwarzer Diamant, 6 Schadebaren, hab ich schon mal. Aber ja, dass man die Meisterwerk-Items quasi nach dem ersten Bio machen kann, ist halt einfach schlechtes Game-Design. Das müssten die nochmal ändern, so dass man die Meisterwerke erst nach und nach freischaltet. So. Das Ding ist halt, ich kann halt nichts mehr nehmen, weil ich habe das Fass. Das zählt halt auch als Meisterwerk. Warum auch immer. Aber ich finde das eigentlich eine ganz lustige Addition, so. So, das ist Ubasam-Holz. Da.
8 Stück. Sechs Stahl, sechs Silber, ein schwarzer Diamant, 8 Übersamen. Ja. So, dann laufe ich jetzt zu den Elben hoch, weil es, glaube ich, echt der kürzere Weg ist. Ist der weniger gefährliche. Wir müssen jetzt pennen, da fahren wir eh auf Kreis, wenn wir nicht pennen können, das ist egal, da laufe ich da direkt hin. Ja, ist ja nichts Gefährliches unterwegs. Ich untersuche hier mittlerweile noch. Ich weiß nicht, wie das Biom heißt, da wo die Aquädukte sind. Ich glaube, das ist Drow Delph, also Zwergendinger. Ja. Ich dachte eigentlich, dass es halt einfach größer ist, weil eigentlich ist es halt mega fett. Aber anscheinend hier im Spiel nicht. Ja, das Spiel tut es ja leider wirklich nicht so gut kennzeichnen, finde ich. Also wenn ich M drücke, steht da die Zwergenbinge. Ich bin in der Zwergenbinge. Die Quests aktuell einfach nur mich verwirren. Hier, in Balans Aufzeichnung war der Einöde nicht weit von der großen Schmiede von Durin an Außenposten verzeichnet. Da ist der fünfte Teil der Axt. Durins Schmiede ist da auch der Kasarstein, das heißt, das ist der zweite Ort. War die Hauptstadt von Zwergenspinger. Dort kann ich vermutlich in Erfahrung bringen, wo König Nein den Stein während Untergangs und Kasartum aufbewahrte. Auf 400 Orks unterwegs gerade. Hier, ich benötige einen robusten Hammer, um die Osttrappe wieder aufzubauen. Links gemacht. Ja. Also, dass die Quest doch ganz in Questlog backen, gibt es viele Spiele, auch größere, die das haben. Aber trotzdem nervt es halt einfach. Stell dir mal vor, das Spiel checkt irgendwann, hast du alle Quests, wo du das Spiel überhaupt abschließen kannst, und dann backen halt da noch welche rum, deswegen kannst du das Spiel nicht abbeenden. Das wäre euch ärgerlich. Naja, deswegen, also wenn wir einigermaßen klug sind, dann haben sie ja dadurch einfach einen Endtrigger. Wenn du durch die letzte Tür gehst, dann hast du das Spiel gewonnen, so. So funktionieren ja auch manchmal Speedruns, dass du einfach irgendwie die Ladezone austrickst und dich durch die letzte Tür gehst und das Spiel denkt, du hast es durchgespielt, obwohl du gerade eigentlich erst gestartet bist. Mhm. Ja. So, ich versuche mal hier noch das Orklager rauszunehmen. Jetzt sind da 4. Ich hoffe, das spawnen jetzt nicht noch 15, wenn ich näher komme. Ja, natürlich spawnen dann noch welche. Noch zu einfach sonst. Ja, okay. Das, also Combat ist auch gerade ein bisschen nervig, weil es halt einfach so nicht Bullet Sponges, aber einfach so Damage Sponges sind. Du haust einfach und du haust. Und das Combat wird nicht anstrengender, weil die Gegner haben immer noch dieselbe KI und können gar nichts. Aber du musst halt 14 Millionen mal gegenhauen. Ja, und ich bin auch ehrlich, ich habe auch kein Rezept für eine neue, bessere Waffe jetzt, oder? Also vielleicht dann, wenn wir die bessere Schmiede haben, ja, okay. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, doch, wir, wenn du die Statuen reparierst halt, wir haben doch schon den Kriegshammer hier oder und so. Stimmt, sehen. Ja, dafür brauchen wir das Erz, wenn wir nicht kommen, ja. Genau, okay. Aber dafür brauchen wir halt die nächste Ebene an Metall. Dann hoffe ich auch mal, dass der Brecher es jetzt wirklich behebt. Ich glaube aber irgendwie, dass das Ding nur schneller abbaut oder Bär abbaut und das uns enttäuschen wird. Aber ich habe ihn jetzt, mal testen es jetzt. Leute, ach Leute, ich mache euch einfach das Totem kaputt und hoffe, dass ihr einfach despawnt für immer. Und hoffe, dass wir damit jetzt aber Adamant abbauen können, dann wird das Spiel nämlich jetzt erlegt. Also, das Erzgame. Play. Mhm. Tschüss. Ihr Lutscher.
Die hatten nicht mal schwarze Diamanten an ihrer Kiste. Oh Gott, ja. Das ist auch keine hundertprozentige Jobchance bei Kisten. Da ist es auch schon. Würde ich jetzt auch nicht so machen, wenn ich programmieren würde. Ist ja nicht gerade so, dass es an jeder Ecke gibt. Ja, ich finde schon, eine kleine Belohnung sollte man haben, weil die Edelsteine sind halt so, ja, ne, scheißegal. Tagebuchseiten können mich auch mal quer und kreuzweise. Aber so ein schwarzer Diamant wird es schon besser machen. Was wir auch geändert haben, weil ich nicht weiß, ob ich das gut finde. Wenn es Nacht ist und du diesen Moral-Malus kriegst, kannst du einmal mit einer Fackel negieren. Also das Licht deiner Fackel reicht schon aus, um diese Licht-Dunkelheit-Mechanik komplett zu brechen. Ist ja noch eine Ork-Lager. Sinnvoll ist. Ich spawn andauernd bei Ork-Lagern, wenn ich die Teleport-Statue benutze. Nice. Da könnte ich... ich komme mal rüber. Warte mal, hier war da auch irgendwo schon eine Wand, wo wir nicht abbauen konnten, ne? Da hinten in der Ecke, glaube ich. Okay, ich kann nicht pingen, aber ja, da unten ist eine Wand auf jeden Fall. Also schon noch hier in Zwergenbinge. Ach, jetzt. Okay, du läufst da drüben lang. Stimmt, die Wand hier war es. Warte, das können wir jetzt gleich testen. Genau, unter dir. Ja, okay, also der Brecher kann an der Wand abbauen. Ja, immerhin. Wie gesagt, hätte mich jetzt auch stark... Ja, das hätte mich jetzt sehr enttäuscht, wenn hier wirklich so scheiße gewesen wäre. Halleluja. Wir haben Progress. Also baut die echt viel auf einmal ab. Also die braucht zwar länger, aber guck, dann macht sie sehr viel auf einmal. Und die ist echt Zweihand, krass. Ein richtiges Gerät, ey. Ja, ich kenne das dann halt. Durch. Ja, ganz schön viel auf einmal. Oh, ja, okay, ich tank die weg, baue du weiter ab. Das war echt nur billiges Eisenerz, aber das Adamant ist halt besonders. Ja, ja, brauchst das Eisenerz, kannst du ja stehen lassen. So, okay, ich hab. Ja. Läuf ich jetzt hinten ab. Cool. Ja, ist wie mit meinem Fass. Das bleibt halt permanent displayed, so ein Meisterwerk. Lass doch weglaufen, oder wollen wir die. Okay, ich bin tot. Ja, ich wollte gerade sagen, lass weglaufen. Weil das Geräusch, das du gerade gehört hast, war wieder meine Hellebarde. Kommen Sie mal ran an den Meter. 31 Adamant, das heißt, es wäre schon drin sogar. Sehr gut. Mann, wieso campt der da oben jetzt? Komm mal auch hier runter, du. Warum tortet der mich halt? Komm jetzt her, du Schlingel. Da muss ich sagen, da feiere ich aber das Beleuchtung, also das Spawn-System von Minecraft halt einfach. Weißt du, wir könnten ja auch überall Fackeln setzen, da wären uns die Orks egal. Ja. Ist die Frage, ob es so eine Mechanik hier gibt oder geben wird, dass man überall Zwergenfackeln hinsetzt oder so. Lol. Okay, neuen Trick gefunden. Okay, wir müssen wieder weg. Hast du gesehen, was passiert ist? Ja, du bist wirklich wieder doch. Ah, kommst gerade rechtzeitig, kannst du mal gerade aufheben, komm. Ich hab, aber das war ich selbst, ich hab den Schildbech gemacht. Und der ist irgendwie so eskaliert, dass ich halt einfach davor gejietet bin, aber 10.000 Meter. Also ich wurde nicht weggeschlagen, sondern ich habe einfach Zwergenbech 3000 gemacht. Also Fabi, wir wissen jetzt, also wir haben jetzt Brocross quasi indirekt. Okay. Wir haben überlegt, was wir, wie wir weiterkommen, und ich habe jetzt den Brecher gemacht, also die Spitzhacke, und wir haben jetzt gehofft, dass sie uns wirklich weiterhilft, das tut sie, also sie kann Adamant abbauen, immerhin. Ich habe jetzt auch quasi so ein Meisterstück wie Lars sein Bierkrug. Wie kommen wir denn da hoch? Jetzt so eine Frage. Ich habe ja gar nichts mehr, stimmt. Dann wie komme ich denn jetzt da runter? Ach, du bist gestorben. Okay. Ja, ich bin im Moment, ja, wo wir wieder kamen, habe ich gerade schon einen Respawn gedrückt gehabt. Ah. Hättest du so oder so gewartet. Aber ja, okay. Gut, dann muss ich ja nicht nochmal hochkommen.
Ich gehe kurz meine helle Bade reparieren dann. Wollen wir irgendwie schnell pennen? Trotz allem, auch wenn wir schon wieder zu spät eigentlich sind. Aber dass der Ausruhen-Buff weggeht. Der erschöpft. Von mir aus. Wieder anziehen, so. Performance geht auch gerade bei mir ganz schön in die Knie, ich weiß nicht warum. Ach, wegen den Oxy vielleicht. Das Game ist allgemein gut performt bei mir. Das neue Gebiet ist irgendwie nicht so gut performance-mäßig ausgebaut, finde ich. Ja, würde ich auch sagen. Aber ja. Warum haben wir uns denn keine Eisenholzspitzhacke gemacht? Das wäre wahrscheinlich der intendierte Weg gewesen vom Spiel. Toll, du hast also recht. Die braucht auch einen schwarzen Diamanten. Also der seid. Ja. Sind wir genauso war. Egal. Machen wir jetzt halt die Breche, ey. Was soll's? Also ich hab die Breche, ihr könnt durch die Erde machen. Ja, nee, lohnt glaube ich erstmal nicht. So, okay, was fehlt mir denn jetzt noch? Jetzt fehlt mir ernsthaft noch 13 Eisenholz, dann könnte ich den Schmelzofen bauen. Den nächsten. Gut, dann sollten wir uns vielleicht auch mal eine Axt oder sowas enchanten. Feinde zu nah. Ach, schon jetzt erstes Licht. Ach, aber pennen müssen wir trotzdem irgendwann. That's all you got. Ist egal, welche Axt wir da nehmen. Ja, ich habe eine Eisenstreitachs jetzt verzaubert. Okay. Das sollte reichen dann. Und die Buffs ein bisschen hier weghauen, ey. Was auch ein bisschen Game Design technisch nervt, ist, dass es nicht auf jeder Tierstufe alle Waffenarten gibt, ne? Also, wann haben wir unsere letzte einhändige Axt gesehen? Gib ich dir recht. Oder wann haben wir das letzte einhändige Schwert? Ne, gibt's Schwert des ersten Zeitalters? Einhändige Axt gibt's beim Kassad-Zweig. Stimmt, da kann ich auch so auf die Rezepte zugreifen. Ah ja. Genau, wenn wir Kassad-Stahlbarren bekommen, dann könnten wir da wieder loslegen. Also, es heißt enchanten, ne? So. Wer die Chance und Golem. Genau, ohne Kavieren. Ja. Aber sind die Bäume jetzt schon respawned, oder? Ist die Frage, was sind überhaupt Bäume? Zählt da vielleicht auch ein Fass kaputt schlagen, wo man Holz rausbekommt? Das ist ein Baum, ja. Alles, wo halt Holz rauskommt, keine Ahnung. Hier, Fabi, guck, das ist der Brecher. Okay. Das war ja ein Spitzhacke. So, frittierte Kartoffeln. Müssen wir was mit dem Kohl machen, wir haben so viel Kohl. Steinhaufen kann ich jetzt One Shot Pick machen. Also Eisenholz ist the way to do. Ich geh jetzt mal hoch zu den Elben. Hast du eine Enchanted Axt? Ja. Gut, dann
gut, dass ich mir eine gemacht habe. Dann schmeiß ich die jetzt wieder weg, weil ich habe echt keinen Bock, noch eine Axt mit mir rumzuschleppen. Wenn die Bäume jetzt nicht nachwachsen würden, das wäre natürlich auch toll. Ja, kann sein, weil wie gesagt, als ich vorhin oben war, waren sie nicht nachgewachsen. Elbenholz, genau abgezählt für die Spieler. Ja, muss reichen. Das wäre aber auch Game. Egal, wir fangen nicht an, wir flamen jetzt zwei, drei Folgen des Spiels wieder ein bisschen zu sehr, aber ja, man darf ja kritiken. Wollte ich sagen, wenn es das verdient hat, dann ja. Da habe ich kurz gedacht, Fabi, dass der Prescher, den ich hier gecraftet habe, aber vielleicht uns gleich enttäuschen wird. Wir können damit nicht mal die höchste Stufe abbauen, aber zum Glück kann er das. Den Zweifel hast du gesehen. Ich habe gesagt, das macht... Ja, weil dann ist es halt, wie gesagt, dann macht es halt wirklich keinen Sinn, dass wir das schon so viel machen konnten. Ganz einfach. Ja, nee, das macht keinen Sinn. Alter, ich kann die feste Erde jetzt einfach mit einem Klopp einmal 5000 Kilometer wegmachen. Nice. Warte mal, kann ich jetzt casual einfach an so einem Baum, den wir nicht abbauen können, auch gegenhacken? Kann ich das Spiel austricksen? Nee, leider nicht. Okay. Niemand weiß hier den Unterschied zwischen Edelstein und Halbedelstein nicht. Man kann man. Nee, das ist nicht. Du hast recht, Lars. Hier ist kein einzelner Baum, wie es nachgewachsen. Nice. Aber ab und zu liegt da einfach random Holz rum, ne? Also, so als wer hätte da versucht, einen Baum zu spawnen, aber er wäre direkt kaputt gegangen oder so. Dann bringt die Verzauberung, die man viel, viel später findet, ja echt gar nichts mehr, wenn die Bäume schon mal wachsen. Ja, die Pilzbäume gibt's halt unten noch. Nö, es stehen nur die Großen, die nur Deko sind. Ja. Also umsonst hier hochzugehen. Ja, bring Auleblumen mit. Besser zu viele als zu wenige, sortieren wir es. Ja, weiß ich nicht. Schon mal besser ungrounded auf jeden Fall. Also ewig gedauert, bis wir da anfangen konnten, Kisten zu setzen. Ey. Beide noch traumatisiert davon. Ja, okay, also. Möbel zerstören ist anscheinend the way to go. Oder halt, also weil Möbel zerstören habe ich gerade schon ausprobiert hier in den Minen von Moria. Vielleicht halt Pilzbäume zerschlagen, weil davon gibt es noch einige auf jeden Fall. Teste ich mal aus. Die respawnen ja scheinbar auch nicht so, was ich hier sehe. Kann sein, aber da gibt es auf jeden Fall noch einige.
Ja, die funktionieren. Hier kriege ich Eisenholz jetzt raus, aber auch nur eins. Immerhin. Besser als nichts. Ja, aus jedem Baum ein Eisenholzbonus quasi, wenn man abbaut. Au. Diese Motten interessiert meine Rüstung auch so gar nicht. Ich glaube, es gibt einen Penetration-Wert pro Gegner, wie ich sie wie durch die Rüstung penetrieren. Wahrscheinlich haben die Motten da einen höheren oder so. So meine Vermutung. Ich würde sagen, es ist buggy. Kann natürlich auch sein. Ich will es nur gameplay erklären, wie es vielleicht kein Bug ist. Ja, ich weiß es auch nicht, aber im Zweifel ist es buggy. Es ist auch generell eine gute Game-Einstellung. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist es buggy. Auch wenn man irgendwie gekillt wird oder so, ein Counter-Strike, Game war buggy. Eine gute Erklärung. Das stimmt schon, ja. So, ich kann jetzt zumindest schon mal die neue Ding machen mit dem Eisen, was ich jetzt gerade gefarmt habe. Und da war random noch eine Garin-Statuette dabei bei dem Baum, okay. Ja, warum nicht? So durch die Hallen schlagen höre, würde ich sogar behaupten, wir haben wieder dieselbe Stimme. Da habe ich aber auch noch nie von gelesen, dass da irgendjemand Probleme mit hatte. In den ganzen Foren und auch Discord-Server und überall, wo ich bin. Echt komischer. Bei uns wird ja gefühlt jedes Mal, wenn wir joinen, einfach die Stimme gewürfelt, so. Was seid ihr jetzt? Wir sind jetzt unten. Genau, im Team. Ich habe jetzt 29 Eisenholz schon mal.
Ich hab 20. Oh Gott, da kommt eine Motte. Weil wie gesagt, die tun echt weh. Also, wenn. Ah, ist eine Fledermaus, ich hab's in die Motte gehalten. Oh, dann töten! Ist schon tot. Ich brauche ihre Kacke. Okay. Vor allem, es gibt so viele verschiedene Kreaturen. So viele Wölfe, Motten, keine Ahnung, diese komischen Nager da, Ratten. Nein, ich brauche Fledermausdung. Nur das lässt mein Kustelhafer höher sprießen. Jetzt in ihrem Zwergeneinzelhandel. Okay, Abort Mission. Ich baue jetzt schon mal die neue Schmelze. Naja, ich bin auch rückweg. Wir könnten auch einfach unsere eigene Kacke nehmen. Nein, wir brauchen die von den kleinsten Tieren, die wir finden. Fledermausdung. Frag die Zwerge von Moria, ja, ich weiß auch nicht. Die ernähren sich nämlich von den Äpfeln aus dem Elbenwald und deswegen wird ihre Kacke so ganz besonders crunchy. Also jetzt habe ich denselben Bug auf die Fall gerade gehabt und stehe wieder ganz, auch ganz woanders. Also nicht an der Kernstatue auf jeden Fall. Ah, ja, interessant. Weil ich das Spiel heute hatte, das hatten wir ja bisher noch nicht. Es gab kein Update, also was soll das jetzt verbuggt haben? Ja, ich habe auch noch nie davon gehört. Das ist auch das erste Mal heute, dass ich mit diesem Bug konfrontiert bin. So. Alter, ist der fette, kriegen wir niemals rein. Ja, dann machen wir den in den Drachenhort. Der ist gigantisch, den. Den könnte ich. Hier, an der Decke könnte ich ihn bauen. Haha, bringt der voll was. Bringt der von der Decke. Wir müssen ja den Drachenhort bauen, wir kriegen den niemals hier hin. Außer wir bauen an. Boah, hätte ich jetzt nicht so Lust drauf, glaube ich. Hier nochmal alles aufzurubben. Also hier draußen könnte ich ihn halt hinsetzen. So als Außenofen halt. Ja, hier wird er sogar direkt hinpassen. Hier an die Wand. Hier mit deinem Pflanztopf. Ja, dann mach halt außen hin. Kann halt sein, dass die Orks die in uns zerdeppern beim nächsten. Jetzt können wir Kalastahl, alles Gold-Erz. Also da hatte Lars recht. Okay, wo hast du jetzt Gold-Erz schon gesehen? Frag mich, was zufällig gesammelt. Wir brauchen Flammpilze, um den überhaupt zu befeuern hier. Da toll. Wie hast du denn zufällig Golderz gesammelt, Fabi? Keine Ahnung, das hat mal irgendwo gedroppt. Also gedengen habe ich es auch gesammelt. Dadurch haben wir das Rezept bekommen. Nee, wir haben das Rezept bekommen, weil wir jetzt Kasatstahl herstellen sollen. Ja, aber als ich das Golderz aufgesammelt habe, kam auch eine Rezeptmeldung. Wann war das denn? Jetzt gerade in der Sekunde, als Tobi den Ofen gesetzt hat, oder? Nein, vorhin in der Version irgendwo. Das heißt, Golderz okay, muss es halt da geben. Ja, nee, das Rezept hatten wir wirklich schon eher, Lars. Es stand ja schon die ganze Zeit bei 10 Crafting. Warum es jetzt mal aufploppte, nachdem ich in den Ofen gestellt habe, keine Ahnung. Ja, ich verstehe jetzt auch nicht, was. Also, egal. Was wichtig ist, ist Golderzader. Ich meine, in den Minen von Moria habe ich schon mal eine Golderzader gesehen. Aber frag mich halt nicht, wo. Ist halt. Deswegen. Ja, aber das erklärt, warum wir das Billo-Eisenerz auch im neuen Biom finden, weil wir das auch für Kasatstahl brauchen. So, was wäre denn der nächste Step an Gear eigentlich? Kasatstahl, logischerweise, aber. Aber wo haben wir. Ich habe noch nie Gold erst gesehen. Hast du das immer noch im Inventar, Fabi, oder was, wenn du mal aufgesammelt hast? In der Truhe irgendwo. Ja, muss in der Truhe sein, weil ich kann drauf zugreifen. Okay. Bei den anderen Ärzten habe ich es rein. Ah, Tatsache, da ist 6 Golderz. Nice. So, weil für die bessere Schmiede brauchen wir 8 Barren jetzt doch für Kasatstahl. Ja, generell auch für neue Waffen, für neue Rüstungen. Wenn du endlich die Statuen auch noch reparierst, alle da, dann haben wir auch noch mehr Rüstung und so. Also mehr Rezepte. Junge, das ist ja einfach der Hochofen aus Kabums da. Lass mal kurz pennen. Was auch nervt, dass der
jetzt die, die. Na okay, wir brauchen sie auch für nichts anderes, dass der die Pilze da verfeuern will, statt die 1000 Kohle, die wir noch oben in der Kiste haben. Vielleicht brauchen wir die zwingend, habe ich mir jetzt gedacht, dass wir die Pilze zwingend dafür brauchen, weil anders kann man den Ofen nicht anzünden. Ja, ist aber bei der normalen Schmiede hier unten auch so. Der priorisiert die Flammpilze. Ah, dann ist okay. Ich dachte schon, wir brauchen jetzt auch noch die Flammpilze, nur um anzuzünden. Ja, weil da hätte ich auch keine Idee, wo wir die finden sollen. Aktiv. Gab's irgendwo in den Tiefen halt. Gut, okay, ich lege jetzt mal noch Zeug ab und dann soll es auch gewesen sein. Weiß nicht, jetzt. Ja gut, okay, also brauchen wir dafür auch Eisen. Jetzt gut, dass wir noch so viel übrig haben, nicht alles zu Eisenerz damals gemacht haben, Eisenbahn. Das kommt jetzt natürlich zugute. Alle Blumen sind hier drin. Einfach Fleisch in die Gemüsetruhe geworfen auf GG. Veganer freuen sich. Noch 9 schwarze Edelsteine haben wir aktuell. So, wo tun wir Gunderbart-Schlackereien, auch bei den Materialien, fliegt aus. So. Diese Naturphase haben wir auch Zehntausende, ey. So, reparieren noch. Leute, da würde ich aber sagen, das war's für diese Folge. Haben wir ein bisschen Progress gemacht. Gucken wir mal, wo wir jetzt am besten noch bei der nächsten Folge wahrscheinlich mehr Gold, also Gold essen. Das ist also der Hauptfokus. Bis dahin. Ciao, ciao.